So, jetzt kommt zu Curry Cardi. Curry Cardi. Ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen. Auf das Spiel freue ich mich schon wahnsinnig. Ist aber leider nur die Demo. Ich habe mich aber dafür beworben. Ich hoffe, ich kriege die Vollversion. Die kommt nämlich noch morgen raus. Grafisch eine ganz andere Geschichte. Guckt mal. Also, das ist eine ganz, ganz andere Geschichte als das Katzenspiel, was ich heute gezeigt habe. Könnte mal alles durchgehen. Hat auch deutsche Sprachausgabe, das ist schon mal sehr geil. Dann könnt ihr Schwierigkeit, Fadenkreuz und so einstellen. Steuerung weiß ich noch nicht, muss ich erstmal selber mich reinfuchsen. Ich hoffe, das geht mit besser drin aus. Ach hier, Tastenlayout, Ausweichenschild, Boostsprung. Gehen wir schon irgendwie hin. Grafik habe ich alles hochgemacht. Ich habe auch, genau, das hatte ich aus. Und Rage Tracing hatte ich angemacht. Genau, übernehmen. Yep. So, ich würde sagen, dann gucken wir uns das mal an. Neues Spiel. Gute Katze ist immer gut. Sieht wirklich gut aus. Also wirklich, ich würde sagen, sogar sehr, 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 sehr gut. Tag 243 im Orbit. Mein Motor tut weh. Die Nächte sind so kalt. Schön. Jetzt mit echtem Gesicht. Mein Reaktor ist trocken und die Sonne ist so ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Jeder Morgen ist eine leere Leinwand. Zeit, den Traum zu jagen und... Stimme nicht von Borderlands 3, ihr Captain? Nicht gefunden. Mit familienfreundlicher Spracheinstellung. Ich hab mir wohl was von diesem sexy ferngesteuerten Auto eingefangen. Muss mich checken lassen. Deine Wartungsarbeit taugt nichts, Chip. Ich versuche mein Bestes und hab doch keine Arme. Wir benötigen eine Wartung durch einen lizenzierten Kultus-Ingenieur. Nachrichten! Alle menschlichen Ingenieure sind von diesem Kack verschwunden, den wir gerade in 1000 Tonnen Stahl umkreisen. Tonnen? Sprich bitte nicht über mein Gewicht. Mach dir keine Sorgen um dein Gewicht, Chip. Wir lieben es, in deinem üppigen Körper zu leben. Wir sind abgesichert hier oben. Und immer wenn Gory seine verarbeiteten Kaufspielzeuge ausgehen, trainieren wir und lassen uns von der Erde versorgen. Meiner Meinung nach werden wir alle in dir leben, in Frieden und Wohlstand. Für immer und ewig. Und ewig und... Warte, was war das? Eindringling. Oh. Definitiv ein Eindringling. Mein inneres fällt heraus. Wow, ich glaube, Chip stirbt. Eindringling. Das ist großartig. Ich kann meine Beine nicht spüren. Eindringling. Oh, grausame Welt. Waren die das? Die Professorin hat nie einen Kultäuschen mit Sprengstoff erwähnt. Wie sollen wir zurück auf die Erde kommen? Gory? Warte, Moment mal. Was machst du mit dem Schleuser? Meine kinderfreundliche Software lässt mich nicht fluchen, aber ich meine es verfickt an. Hey, jetzt warte doch einen Moment, Kumpel. Guck mal, wie geil die aussieht. Boah. Komm schon. Wow. Los, Pokerfekt. Das schnurrende Haustier. Es ist Metzelzeit, ihr Mick. Geil. Okay, wie gesagt, ich hatte mich beworben dafür, aber schon vor längerem. Hab das schon lange auf der Wunschliste. Weil das grafisch gut aussieht. Katzen finde ich eh cool. Ich wollte gerne mal eine Art Horror. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht mehr genau, was es ist. So. Ich habe mich schon gefragt, was das für ein Brandgeruch war. Wir müssen das finden, um uns zusammenzuflicken. Und ein neues Schiff für Chip. Ich empfange ein Signal vom Schiff der Professorin. Los, mein Katzenfreund. Wie könnt ihr denn hier so rum? Dingsen. Sehr cool gemacht, ey. Wow. Ach, die Wasserspiegelung. Weil Rage Tracing halt, ne? Ja, alles gut. Also ihr habt links die Energieanzeige, 68 ist meine und rechts 56 von... Ist das hier Energie? Nee. Drück mal E. Ah doch, hier ist Energie. Ah, mit linker Maustaste. Ah. Könnt ihr so machen, dass ihr euch so dreht und dadurch wird das dann durchgeschnitten. Wie geht das bei denen auch?
Ah, dann so Doppelsprung könnt ihr so machen, ist ja geil. Also grafisch sehr fett. Wahnsinn. Ja, also ihr könnt die auch hier kaputt machen. Ah, das ist hier Energie für das Board hier. Gehen die auch kaputt? Nee. Was? Nein. Ist ja cool. Bin jetzt schon echt begeistert. Ich hoffe, das bleibt so. So, hier ist noch Energie. Aber Energie haben wir eh 100%. Ich brauche für die Katze irgendwas. Den Katzentyp vielleicht hier? Okay, oh, Geld. Erstmal geplündert. Will mich mal ein bisschen umschauen, bevor ich hier irgendwas anderes mache. Ach, hier kann ich. Nee, kann ich nicht rein. Mit F nicht, auch nicht so. Cool. Ach, hier ist ein Geschenk. Krass. Schaukelpferd kaputt. Okay, geht nicht kaputt. Geht auch nicht kaputt. Also man kann fast alles kaputt machen, würde ich jetzt mal so noch mal behaupten. Okay, wir gehen mal weiter hier. Cool. Aktiviere den Tutorial-Modus. Das war die Framezeitschleife. Die Framezeitschleife ist ein Warnzeichen von Cool-Toys. Häufiger gebrauchte Framezeitschleife resultiert in Erbrechen, Kopfschmerzen, Durchfall, Kopfexplosion und Tod. Jegliche Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Wow, das war merkwürdig. Cool. Hat aber einer Entwickler ein bisschen Ahnung hier. Das sieht echt verdammt gut aus. Aber der hat, glaube ich, auch ein paar andere Sachen vorgestellt. Ich hatte gesehen, ich habe vor denen, glaube ich, noch zwei andere Spiele, so zwei Horrorspiele. Der hatte, glaube ich, der Yoshi damals auch gestreamt. Der Yoshi 82. Und ich hatte es, glaube ich, auch eine Stunde gespielt auf meinem Kanal, den ich jetzt habe. Oder zwar auf einem anderen, ich bin mir gerade nicht sicher. So, niedriger Treibstoff für Boost und zerstörte Bewegung. Fahre an Wänden entlang. Grinde und schieden tödliche Feinde. Okay, wir versuchen das mal. Werbetafeln! Eine perfekte Spritquelle! Spring drauf und lass mich schlemmen! Das ist sehr cool. Na, ich lass mal hier mich ein bisschen. Cool. Das war lecker! Mehr! So, haben wir auch. Brauch noch ein bisschen Energie für die Katze. Oder den Katzentyp. Scheint ein Katzentyp zu sein. Komme ich jetzt da hoch? Ah, okay. Cool. Was das? Schön crazy, ich mag sowas. Wir müssen das Schiff finden. Dieser Planet ist kacke. Von die Aliens. Was ist das? Sich sowas einfallen lassen, ist Wahnsinn. Frage ich mich immer bei so Spielen hier, ne? Die sind so crazy. Kann man hier nicht sprinten? War da nicht schon was? Ja, ne? Hoch mit dir, Katze! Komm ich denn hier nicht hoch? Vielleicht muss ich gar nicht hier hin. Sich. Ah. Gecheckt. Energie. Verkaufsautomaten. Schneide sie auf und ergötz dich an ihrem Inneren. Wir nähern uns dem Schiff der Professorin. Das Signal wird stärker. Ich vermisse sie auch, Gory. Verschwinden wir aus diesem Loch und finden das Schiff. Ist das geil. Ist das geil, Leute. Hier oder was? Da oben. Um ich da jetzt mit? Mit E, okay. Sehr witzig. Jetzt leckt es ein bisschen. Jetzt geht's wieder. Das ist ein Schlüssel. Ein Stück von einem Schlüssel. Suchen wir sie alle, Gory. Gory. Wahnsinn. Scheint sehr hartnäckig zu sein oder die Demo ruckelt ein bisschen ab und zu, aber ich nehme ja auch noch
Offline auch, das braucht ja auch nochmal alles Leistung. Kann ich die kaputt machen? Ja. Ja, die werden richtig so durchgeschnitten, das ist ja witzig, ey. Okay, das geht nicht. Energie ist voll. Geht das auch? Diese Energie, wir haben ja eine voll. Hey, was ist das? Bitte hilf jemand! Geil! Das Einhorn. Der süßeste Begleiter. Ein Zombie, Einhorn. Das hässliche Horn. Der Werwolf, der Einhörner. Ja, geil. Hey, da sind die Verräter. Tötet sie. Oh, Scheiße. Los geht's. Was? Boah, ganz schön viel Blut. Aber cool. Muss man mal so sagen. Gewürfelt. Mega. Dummkopf. Ey Leute, ist das fett. Freue mich auf die Release. Also wenn das nicht so teuer wird, aber ich schätze mal, es wird teuer. Sieht nämlich auch so aus, als würde das auch für die Konsole, für die PlayStation 5 oder so eventuell rauskommen. Ich glaube, dann werde ich mir das nächsten Monat holen. Also wenn das so 20 Euro kostet, aber mehr würde ich dann, glaube ich, auch nicht dafür ausgeben. Was mit ihm? Oh, der hat eine Axt im Kopf. Okay. Geil. Das war lustig! Und glaubst du, uns hat jemand gehört? LOL. Ist der Cut or Die oder was hat der? Mehr haben die nicht drauf? Wahnsinn. Uah. Laser aktiviert. Aui! Wir müssen da lang. Ich will aber nochmal gucken. Wir können uns wieder aufladen wohl anscheinend. Das ist ja cool. Oha. Ich kenne diesen Laser noch aus Resident Evil und aus... Oh, wie hieß der noch? The Cube. Uah. Hand auf Schienen. Okay. Hammerfett. Und jetzt mit Volldampf über die Rampe. Cool. Ist ja geil. Ich glaube, mit dem ist nicht zu spaßen. Ich lass mal hier wegen. Ich brauche Energie. Wo war denn hier so ein Energieding? Hier? Nee, das ist Geld, ne? Liebe Geld. Ach, da hinten. Oh Mann, wie geil ist das denn? Ich hoffe, das bleibt so gut. Ich hoffe, das bleibt so gut, ohne Scheiß. Yeah! Diese Stadt ist unheimlich! LOL! Hey, LOL! Oh, ich hab's kurz geleckt. Huh? Wirklich gruselig, Gory. Wir was war das denn? Sterben können. Cool.
cool, sagt er. Achtung! Yeah, Zombie-Einhörner. Oh Gott. LOL. Benutzer muss die Weisheit erlassen. Puste und greife an für richtige Rasenmäher-Action. Ist ja cool. In diesen Einhörnern steckt Gesundheit. Wir müssen sie nur aufmachen. Tritt sie, wenn sie am Boden sitzt. Du kannst sie quasi, okay? Bestimmt meint er den Kopf. Achtung, muss aber erstmal. Jetzt ausweichen. Perfektes Ausweichen durchgeführt. Hypergeschwindigkeit aktiviert. Wow, Power und Geschwindigkeit. War doch irgendwo. Wahnsinn. Daddy. Vor der Hai. Okay, lädt sich auf, sehe ich gerade. Krasser Shit. Oder ihr holt die Dinger. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Ziemlich sicher, dass die Person, die das gesagt hat, erstochen wurde. Ist ja ein Hint, hier nicht. Scheint hier, oder was? Okay. Wo ist denn hier hin? Hä? Weiß grad nicht, wo ich... Ach, da oben wahrscheinlich, oder? Weiß ich nicht. Hat so ein bisschen was von Ratchet & Clank, finde ich. Also zumindest von der Grafik, also Grafik auf jeden Fall. Und dann? Nein! Okay, könnte... Ach, er könnte ein A. Okay, oh, gecheckt. Man muss viele Tasten drücken, also ich denke mal, dass es mit Controller vielleicht doch besser ist zu spielen. Aber ich wollte ja eben hier das quasi angucken. Wir alle lieben Geld. Okay, die wird wohl gesucht. Hier oben steht's nochmal. Cool. Yeah. Hey, das funktioniert auch in der Luft. Okay. Boah, voll weggedönert. Ist ja geil. Verbrennen die jetzt wenigstens? Ne. Voll brutal. Geil. Schön beknackt. Was sollte ich jetzt machen? Ich hab gerade vor, was machen kann, cooles. Mega. War das überhaupt hier gewesen? Weiß grad nicht. Ja. Warum ist ein Schiffssender online?
Die Professorin hat ihn wahrscheinlich dort gelassen, bevor sie... Du weißt schon. Ja, ich vermisse sie auch sehr. Und unser Haus. Oh, ey, ist echt anstrengend, die ganzen Tasten zu drücken. Mal ganz gucken, ob der überhaupt aufnimmt hier. Ja, er nimmt auf. Ton ist auch da. Was will ich mehr? Fortsetzen. Ja, ja, geht weiter. Boah, ich Glück gehabt. Cool. Das ist ein liebes Ein oder ein böses? Okay. Müssen wir hin? Wow, ein Hoch auf das Chaos! Mach ein Foto, Bori! Mach ein Foto. Tab. Ist ja geil. Na gut, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Cool. Liebe Geld. Wahnsinn. Was kann man denn da jetzt? Ist noch ein Schlüssel? Noch ein Schlüsselstück. Wo das letzte Stück wohl ist, suchen wir danach, Gory. Vielleicht. Hier. Oh, Scheiße. Die haben das Weihnachtsgeschenk von 2034. Der Blasenschild. Spaß für die ganze Familie. Bilde, bis ihnen dort die Luft ausging. Meine Klingen sind nutzlos gegen die. Wir müssen einen Spielwarenladen finden, um mehr Wumms zu bekommen. Hier ja. Lang. Willkommen im automatisierten Spielzeugladen. Ist ja geil, Leute. Das ist so geil. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Katzenschlag gratis. Gedrückt halten, glaube ich. Ja. Tödlich und effektiv. Ist ja witzig, ey. Was haben wir hier noch? Ein Schild? Mein persönlicher Favorit. Cool, jetzt haben wir ein Schild. Was gibt's noch? Okay, mehr Dings. Nimm mal gratis. Ich denke mal, das wird dann in der Vollversion nicht so sein. Wir haben eh kein Geld dafür. Ja, mega, Leute. Ohne Scheiß. Gut. Ah, hier gibt's noch nachher einen Frank. Fotofilter und so Kram alles. Oh, das fühlt sich gut an. Ich habe ein paar neue Spielsachen. Probieren wir sie an diesem kleinen Sch. Boah! Ist ja krass. Alter Vater, ey. Wahnsinn. Oh, dein Ach da. Alter Schwede. Ein und Huf. Ist für dich genauso gut wie für mich? Yes, Baby. Scannen gestartet. Oh, Scheiße! Wow! Dürfen wir überhaupt gescannt werden? Ultraheldmaterial entdeckt. Einen schönen Tag noch. Nicht. Halt nicht. Ja, ist alles sehr schnell, ne? Also ihr habt hier nicht großartig eure Ruhe. Also es ist gut mit dem schnell. Also es ist schon cool. Ist er?
Die haben Waffen! Krass. Das Ballerhorn. Zwei Nachfüllpackungen sind gerade erhältlich. Das Ballerhorn. Ihre Gegner an. Ziel gesperrt! Lass uns das machen! Boah! Boah, das sind so viele Tasten, die man drücken muss. Boah, alter Falter! Junge, ist das brutal. Füßen. Hörnchen hier. Brauch ein bisschen Energie hier. Wie den Kollegen hier. Junge. Wahnsinn. Das Spiel ist so geil. Boah. Wahnsinn. Ihr habt dann so eine Welle von Gegnern. Ne, kann man ja so sagen. Ist ja nun mal so. Aber das macht so Bock. Mal kurz gucken, dass hier alles so richtig ist. Okay. Also müsst wirklich viel mit Tasten drücken. Wie ich schon sagte, ist Controller, glaube ich, eine bessere Option. Noch irgendwas? Ja. Wahnsinn, echt. Okay. Schlüssel! Wir haben alle Teile des Schlüssels gefunden, Gary! Aber wo steckt man den jetzt rein? I don't know. Oh, kurze Pause, tun die Finger schon weh, ey, boah. Mach dir keine Sorgen, Gory. Wir sind fast da. Das Schiff ist direkt vor uns. Yeah. Boah, ich bin erschrocken. Mittelfinger gezeigt. Die rechte Hand. Mit tödlichem Laserblick. Ist ja heftig, ey.
ist sie denn? Da. Kein Sprit mehr. Sehr cool, ey. Wahnsinn. Okay, wir können weiter. Oh, ist dunkel dann. Bypasser-Transport abgeschlossen. Wahnsinn. Oh, das ist ein erstaunliches neues Spielzeug. Es hat uns direkt zum gesuchten Schiff geführt. Es ist mit Chip kompatibel. Wir müssen einen Ort finden, an den wir ihn anschließen können. Warte, wie ist da drüben? Cool. Mega cool. Oh. Lol. Was? Oh, bitte noch nicht zu Ende. Doch. Ah, unter 20 Minuten wäre eine gute Zeit gewesen. Ich habe länger gewartet. Ich wusste ja gar nicht, was ich machen soll. Schlüsselteile alle drei. Hauskatze, ganz krasse Schlüsselgemetzel. Wahnsinn. Fortsetzen. Cool. Ach, scheiße, das war's schon. Ah, schade. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich einen Zugang kriege. Das war jetzt leider nur die Demo, die war aber ganz schön lange, jetzt halbe Stunde. Ne? Und Grafik ist gut. Die Katze ist cool, die wird nicht zu sehr im Mittelpunkt gesetzt, finde ich. Also das mehr das Board, was alles macht, finde ich. Die komischen Einhörner, die sahen echt richtig cool aus und witzig. Und ja, ist ein tolles Spiel. Ne? Ja, würde ich gerne haben wollen, die Vollversion. Gute Lieben, ich würde mich natürlich über einen Daumen freuen, wisst ihr ja. Und sag mal, ja, bis morgen. Euer Hundelunge Via. Danke, tschüss.